Liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, der 22. Spieltag steht an und heute reisen unsere Jungs ins Frankenland zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten aus Fürth. Ja, und was uns da genau erwartet, das kann uns mein heutiger Gast vermutlich ein bisschen näher verraten. Von 2008 bis 2010 stürmte er für die Fürther. Ihr werdet ihn aber vermutlich eher im blau-weißen Dress kennen. Sammy Alagui ist heute mein Gast und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, hi. Ja, freut mich auch. Bevor wir über das Spiel gegen Bochum sprechen und über das anstehende Spiel gegen Fürth, lass uns mal kurz über dich sprechen. Was machst du aktuell? Ich hörte etwas von einer Praktikumsstelle. Ja, genau. Ich bin jetzt seit Oktober hier bei der Hertha und gehe eigentlich alle Direktionen durch. Habe im Oktober angefangen, war mal bei der U23 in der Analyse mit dabei. Jetzt mache ich die Gegneranalyse für die Profis live vor Ort, also so gut es geht, wenn man in die Stadien kommt. Es lockert sich ja langsam wieder ein bisschen. Deswegen habe ich zuletzt VfL Bochum mir live angeschaut, davor Wolfsburg, Union und. Und das ist jetzt der zweite Part. Also kann man sagen, ein absoluter Fachmann sitzt heute bei mir, der sicherlich dann auch die Fürther analysiert hat. Kurze Frage, wo soll es dann zukünftig hingehen? Also Manager, Trainer, Analyse, hast du schon Präferenzen? Noch nicht, ich gehe einmal alles durch. Ich habe aufgehört mit Fußball, hatte vor kurzem noch die Schuhe an, habe es ausgezogen und wollte mich erstmal orientieren und habe hier halt die Möglichkeit bekommen und deswegen will ich erst am Ende dann entscheiden. Okay, wir dürfen also gespannt sein. Du hast es angesprochen, du hast sitzt in den Stadien, hast das Spiel gegen den VfL Bochum dann aus nächster Nähe auch verfolgen können und wahrscheinlich wirst du auch die aktuelle Bundesliga-Tabelle ganz genau im Blick haben. Lass uns mal zusammen draufschauen, denn was sich da unten im letzten Drittel abspielt, ist sehr, sehr eng. Wenn wir jetzt mal den Platz 16 bis Platz 11 sehen, da sind nur 3 Punkte dazwischen und dass so ein geringer Abstand gab es nach 21 Spieltagen im Zeitalter der 3-Punkte-Regel noch nie. Sammy, ist das jetzt Fluch oder Segen? Man kann relativ schnell nach oben, man kann relativ schnell aber auch unten drin stecken. Was macht man jetzt mit so einer Tabelle? Ja, es ist schwer. Eigentlich würde ich jetzt als Herr Taner gar nicht so großartig draufschauen, ehrlich gesagt. Es sind klar Punkte, es ist wenig Abstand, aber gewinnst du ein Spiel, machst du direkt 3 Schritte nach oben, verlierst ein Spiel, kannst du 3 Schritte nach unten machen. Deswegen voll auf das Spiel konzentrieren. Und ich denke, mit 2 Siegen oder mit 6 Punkten oder 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen kommt man da auch schneller raus, als man denkt. Klar trübt so eine Tabelle und man sieht die anderen Punkte und der Druck wächst. Aber deswegen würde ich sagen, es ist noch zu früh, um auf die Tabelle zu gucken. Und es sind natürlich jetzt auch Wochen, wo wir gegen direkte Konkurrenten spielen. Letzte Woche Bochum, jetzt heute gegen Fürth. Dieses Bochum-Spiel hat mich persönlich zumindest mit so ein bisschen gemischten Gefühlen zurückgelassen. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesehen. Taifun Korkut bezeichnete es als die besten 45 Minuten, seitdem er hier ist. Und dann haben wir diese zweite Halbzeit gesehen, wo einiges nicht mehr so zusammenlief wie in dieser ersten Halbzeit. Was sind denn deine Erkenntnisse aus diesem Bochum-Spiel? Ich fand auch, dass es eine aktiv gute erste Halbzeit war, was mir gefehlt hat. Die Jungs haben Gas gegeben, die haben die Räume sind sie angelaufen, die sind in die Tiefe gekommen, alles Mögliche. Aber es kam nicht wirklich eine hundertprozentige Torchance, außer der Freischuss und das Tor dann durch Belfodil. Müssen sich da nochmal so ein bisschen erzwingen. Also diese letzten 10% in dem gegnerischen 16er, den direkten Weg zum Tor, den sauberen Abschluss, den Laufweg davor, damit du da in die Situation kommst, das noch ein bisschen mit mehr Gier und ein bisschen Spielglück, dann kannst du das Spiel schon in der ersten Halbzeit fast entscheiden. Die zweite Halbzeit, die wir gesehen haben, war natürlich unglücklich gestartet für uns mit dem Gegentor, mit dem, was wir kassiert haben. Und dann ist es ein bisschen zerfahren geworden. Es gab nicht mehr wirklich so ein großes Mittelfeld. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, die Geduld hat gefehlt im Aufbau. Ja. Ich finde, da muss man noch einen Tick ruhiger sein. Und dann, klar, kriegst du mal einen Gegenschlag, kriegst ein 1-1, aber dann halt nochmal zu Hause das zu bespielen und nochmal in die letzte Zone zu kommen und das erzwingende Siegtor zu machen, hat leider gefehlt.
positiv war auf jeden Fall, dass wir defensiv wenig zugelassen haben. Auch die Bochumer hatten nicht viele Chancen, gerade auch in der ersten Halbzeit. Die Defensive wurde neu strukturiert. Wir haben einen Marc-Oliver Kempf direkt in der Startelf gesehen. Wir haben einen verpflichteten Frederik Björkan gesehen. Das führte dazu, dass Marton Dardai und Marvin Plattenhardt gar nicht erst im Kader waren. Wie bewertest du diese Personalentscheidung oder wie bewertest du dann diese neu strukturierte Defensive? Hat dir das gut gefallen? Wo siehst du noch Potenzial vielleicht nach oben? Ja, eine Entscheidung kann ich jetzt nicht dran feilen. Ich bin nicht im täglichen Training dabei. Ich kann nur das bewerten, was ich gesehen habe. Und ich habe Oliver Kempf gesehen mit Niklas Stark in der Innenverteidigung. Und sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Kempf ein bisschen die Verantwortung von Niklas übernommen hat, beziehungsweise sie haben sich sie aufgeteilt, dass jetzt nicht alles auf Niklas aufbrummt. Und ja, er ist selbstbewusst aufgetreten, hat seine Zweikämpfe direkt gewonnen oder direkt Zeichen gesetzt, hat super Eröffnungsbälle gemacht, der ist angedribbelt, wenn er Zeit hatte, hatte den ersten Kontakt direkt nach vorne. Dadurch wussten die Jungs vorne dann, dass sie dann rotieren können und nicht, dass jetzt tausendmal hin und her gespielt wird, sondern es wurde aktiv nach vorne gespielt von den Innenverteidigern, da startet das. Und Niklas hat es auch gut gemacht, er ist zwei, dreimal richtig gut reingedribbelt, eröffnet dann nach außen, wie ich mich richtig erinnere, und ich denke, dass es ein gutes Duo sein kann für die Rückrunde. Kennen sich ja auch aus der U21 schon, und Sammy, du hast es angesprochen, können wir direkt auch mal drauf schauen. Generell ja eine neue Entwicklung, dribbelnde Innenverteidiger, auch ein Zeichen des modernen Fußballs. Schauen wir mal drauf. Das hat Kempfi relativ gut gemacht. Vielleicht kommentierst du einfach mal. Ja, Bochum hat mit einem Stürmer gespielt. Dann spielt der eine Innenverteidiger zum anderen, so dass der eine Stürmer nicht beide decken kann. Und dann kann er reindribbeln. In der zweiten Halbzeit, ja, da dribbelt er jetzt rein. Das ist eine super Rotation. Misian steht nicht im Halbfeld, sondern er läuft rein mit dem Eindribbeln, so dass er Platz hat und den Ball dann natürlich in die Pockets reingespielt bekommt und dann aufdrehen kann. Und ja, so kreiert man halt, so kommt man halt schnell auf die letzte Kette. Und in der zweiten Halbzeit war es halt so, dass sie uns gespiegelt haben und den zweiten Stürmer reingebracht haben, richtig, weil unsere Innenverteidiger reingedribbelt sind. Dann musst du natürlich über die Außenverteidiger eröffnen. Dass er das auch kann, ja. Sehen wir hier in der nächsten Szene. Da sehen wir eine andere Art von Spieleröffnung. Da macht er nämlich, sieht er, dass Picker frei ist. Und schlägt eben diesen Ball auf unseren Außenverteidiger. Also er hat auch eine gewisse Variabilität in seinem Spiel, ne? Auf jeden Fall. Sie können ihn auch noch nicht so gut ausrechnen. Er bringt unser Spiel enorme Frische mit. Ein neues Element mit den Diagonalbällen, mit dem Andribbeln. Das ist schon viel wert. Nicht nur er hat sein Debüt im Olympiastadion gegeben, sondern auch ein junger Südkoreaner, Dong-Jung Lee, wurde überraschenderweise so ein bisschen für viele Fans einfach mal reingeworfen. Wie hat er dir gefallen? Ich habe ihn mir vorab gesehen, seine Spiele in Südkorea und so, und da können wir uns noch drauf freuen. Ja? Aber man muss klarstellen, der junge Mann, der kommt nach Deutschland, kann leider kein Wort Deutsch, auch nicht so gut Englisch, wie ich gehört habe. Ist im neuen Land, ist eine andere Luft, war vor 3-4 Tagen 10 Stunden im Flieger gewesen und wird dann eingewechselt in der Bundesliga bei einem wichtigen Spiel. Da hast du schon richtig gesagt, wurde er reingeworfen, und ja, die Minuten braucht er auch. Und ich glaube, bei so einer Neuverpflichtung aus einem ganz anderen Kontinent kannst du erst so nach 3-4 Spieltagen eine Bewertung abgeben. Ich bin ganz gespannt auf ihn. Er hat schon Andeutungen gemacht, die ersten Meter, wenn er mal vorbeikommt, dass er da ja, eklige Bewegungen hat für den Gegenspieler. Und ja, darauf warten wir natürlich. Ja, vielleicht wollte man dann auch in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr Überraschendes kreieren, gerade in der Offensive. Du hast es angesprochen, Sammy, da fehlte teilweise die Geduld. Auch dafür haben wir eine repräsentative Szene rausgesucht. Vielleicht kommentierst du da auch nochmal Stevan Jovetic. Sehen wir dann gleich mit einem verfrühten Abschluss, meiner Meinung nach. Ja, ist eigentlich ein guter Ballgewinn. Die Positionen sind nicht so, wie sie sein sollten. Ich glaube, Vladi ist da links außen. Jove hat die Geduld dann in der 63. ein bisschen verloren und wollte aus 30 Meter mal schießen. Aber das ist sein Ehrgeiz. Er will, er macht es nicht, um irgendwas zu zeigen, sondern er will das Spiel gewinnen. Eigentlich ist der Anreiz genau der richtige. Nur die
Ja, wie er das zeigen soll, wäre natürlich besser, wenn er den Nebenmann mitnimmt und sich selber im 16er dann positioniert. Taifun Korkut hat gesagt, man hat sich in dieser zweiten Hälfte auch so ein bisschen dem Bochumer Spiel angepasst, die ja auch sehr viel mit langen Bällen agiert haben, weniger das Spielerische gesucht haben, weniger den spielerischen Aufbau. Und das haben wir jetzt gerade auch in dieser Szene gesehen, ne? Man hätte natürlich das auch mehr spielerisch lösen können, ein bisschen Geduld haben. Es fehlte halt diese Balance zwischen erster und zweiter Halbzeit. Meine Frage ist, kann man das überhaupt trainieren? Kann man Balance überhaupt trainieren? Also das hat jeder selber, der auf dem Spielfeld war, stand, hat das selber gemerkt. In der ersten Halbzeit läuft alles wie geschmiert. Du führst 1-0, gehst in die Kabine. In der zweiten Halbzeit weißt du ganz genau, der Gegner wird noch was machen. Aber guck auf dich selber, mach das, was ihr euch vorgenommen habt, weil es wird für jedes Spiel einen Matchplan geben. Und wenn dann ein, zwei dann ausweichen und dann nicht mehr den Matchplan sich so dran halten, so wie man es vorgibt, dass man die Breite hält, dass man die Tiefe beläuft, dann reicht das nicht in der Bundesliga, um Spiele klar zu gewinnen. Und ich glaube, da hat ein bisschen die Geduld gefehlt, zugleich auch ein bisschen das Spielglück. Darüber haben wir eben auch schon mal kurz gesprochen. Zum Spiel brauchst du auch ein bisschen Spielglück. Und dass Bochum das dann uns sozusagen gespiegelt hat und dass die gewohnt sind, diese langen Bälle und auf die zweiten Bälle zu gehen, das wussten wir vorm Spiel. Und dass wir das Spiel dann so ein bisschen angenommen haben, ohne Mittelfeld, das, was unsere Stärke ist, ist das Mittelfeld mit dem Sturm nach vorne. Und da hätte ich noch gern, also eigentlich unser Matchplan weiter verfolgt wie in der ersten Halbzeit. Konstanz immer noch ein riesiges Thema. Ich kann mich an diese letzte Woche vor der Winterpause erinnern, gegen Mainz ein wirklich furchtbares Spiel gemacht, 4:0 verloren, gegen den BVB dann ein sehr, sehr tolles Spiel gemacht, mit 3:2 gewonnen. Also Konstanz ein riesiges Thema noch bei unserer Mannschaft. Konstanz mittlerweile gefunden hat ein besonderer Spieler, Maxi Mittelstädt, der sich in wirklich einer, finde ich, sehr, sehr guten Verfassung befindet. 16 von 23 Toren leiteten wir über diese linke Spielfeldseite ein. Das sind fast 70%. Das ist ein sehr, sehr starker Wert. Hat jetzt gerade unter Taifun Korkut fast jedes Spiel gemacht. Und wir haben mal ein bisschen auf seine Statistiken geschaut. Wir können das mal erklären. Unten sehen wir 100% ist dann quasi der Bestwert. Und wir sehen unten den Druck, Zweikämpfe, abgefangene Bälle, Blocks, aber auch Kopfballduelle gewonnen oder abgeschlossene Dribblings eine Etage weiter höher mit 92%. Das sind richtig, richtig starke Werte. Wie bewertest du seine Entwicklung? Ja, ich habe den Vorteil, ich habe ja Maxi noch zusammengespielt. Ich habe ihn von Anfang an mitbekommen. Ich meine sogar, wo er seine ersten Spiele gemacht hat. Er hat natürlich seitdem, das ist jetzt 5, 6 Jahre her, seitdem einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Maxi kam als linker Verteidiger, am Anfang kam er rein als vorne links, weil er so gefährliche Flanken hat. Und ich habe ihn jetzt auch im letzten Spiel intensiv beobachtet. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und Maxi ist halt so ein Typ, der eigentlich mehr nach vorne will als nach hinten. Also ist finde ich, ein offensiver Verteidiger, was gut ist. Und er zeigt es gerade auch. Aber er muss erst die Arbeit hinten machen, dass er nach vorne gehen kann und flanken kann. Und ich glaube, die Statistiken lügen nicht. Dass unsere linke Seite ein bisschen gefährlicher ist als die rechte, haben wir jetzt in den Statistiken gesehen. Und ich hoffe, dass er es wieder zeigt und öfters zeigt und eventuell selber mal zum Torschuss kommt und sich selber mal einfach belohnt. Ja, wenn wir nämlich die Grafik gesehen haben, vielleicht können wir sie noch mal einspielen. Da sehen wir auch gerade offensiv die Effizienz. Wir sehen es da oben, hat auch noch selber keinen Treffer erzielt. Vielleicht Vorlagen, ist auch noch ausbaufähig. Aber, und du hast es angesprochen, eigentlich seine Stärken liegen ja im Offensivbereich. Und dass er sich dann doch defensiv so gesteigert hat, ist ja eine sehr, sehr positive Entwicklung, auch gemessen an dem, dass er ja zu Beginn der Saison unter Pal Dardai zeitweise nicht mehr im Kader stand. Also ich kann mich da an ein Spiel erinnern, wo Paul danach auch sehr emotional wurde und gesagt hat, ich habe mit dem Jungen die deutsche Meisterschaft in der U-Mannschaft gewonnen. Ich muss ihm da jetzt mal so ein bisschen was vermitteln, dass er mehr machen muss. Wie schätzt du Maxi auch als Typen ein? Du hast ja gesagt, du hast mit ihm noch zusammengespielt. Ja, wir waren damals ein bisschen die Älteren, er war der Jüngere. Er hat Gas gegeben, sagen wir mal so. Er musste Gas geben, um sich durchzusetzen, hat sich durchgesetzt, hat seine Einsätze bekommen in der Bundesliga relativ früh. Ich glaube, Pal hat ihn auch dort gepusht und auch geprägt, dass er seine Einsätze bekommen hat und ein etablierter Bundesligaspieler wurde, das muss man auch sagen. Und dann musst du halt den nächsten Schritt machen irgendwann. In der Effizienz. Du musst wissen, okay, Maxi bei 34 Spieltagen nach
25 Spieltagen muss Maxi 5 Vorlagen haben und vielleicht 1, 2 oder 3 Tore. Und da muss er hinkommen. Das ist der nächste Schritt, weil die Außenverteidiger, wenn du andere siehst in der Bundesliga, die treffen, die machen Vorlagen. Und das wünsche ich dem Jungen, dass er sich einfach selbst belohnt, weil er bemüht sich ja. Er ist fokussiert, er ist, wie ich gehört habe, ein kleiner Musterprofi und benimmt sich gut, ist ein feiner Kerl. Und jetzt belohn dich, Junge. Belohn dich, Junge. Daran kann ich mich nur anschließen. Ja. Was wir gemeinsam haben mit Fürth, ich würde sagen, eine gemeinsame Vorliebe, denn die linke Seite der Fürther ist ähnlich gefährlich wie unsere. 67% der Tore sind über diese linke Seite passiert. Und also in Zahlen 12 der 18 Saisontore sind über die linke Spielfeldseite eingeleitet worden. Jetro Willems, Neufürther, haben sie verpflichtet, ehemals Eintracht Frankfurt, war dann lange verletzt, kam dann über viel Intensität und Physis wieder ins Spiel. Haben wir auch mal eine Szene rausgesucht. Ja, wie bewertest du den Spielertyp? Hattest du den auch in deiner Gegneranalyse auf dem Schirm? Ich hatte ihn tatsächlich als Spielerprofil, da wir jeden einzelnen Spieler analysieren, dass die Jungs vorbereitet sind, was auf die zukommt und Videoclips zusammenschneiden. Und dann kann zum Beispiel unser Rechtsverteidiger oder Rechtsmittelfeldspieler sich gucken, gegen wen er eigentlich spielt. Und ich habe ihn gesehen, wo er noch bei West Ham war. Das war eine Vollgranate, muss ich sagen. Also der ist da hoch und runter gesprintet, war sehr torgefährlich. Dann kam, wie gesagt, seine Verletzung zustande. Und seitdem finde ich, dass er immer noch an der Verletzung ein bisschen hapert. Ja. Er zieht eher zurück, als durchzuziehen. Ist natürlich mit der linken Seite offensiv gefährlich. Er hat seine gefährlichen Flanken nicht verloren, seine gefährlichen Pässe nach vorne nicht verloren. Aber ich glaube, dass es auch viel daran liegt, dass der Stürmer Hirgota, der der Kapitän ist, sich als Stürmer auch oft links fallen lässt, um dort den Ball zu kriegen und dort die Spielfortsetzung zu kriegen. Und von dort kommen dann halt auch die Flanken, weil er auch ein Linksfuß ist. Und daran liegt es, glaube ich, ganz viel über die linke Seite der Fürther. Angesprochen, Branimir Hrgota, Jetro Willems, dann haben sie einen jungen Jamie Leveling, Timothy Thielmann, Tobias Raschel jetzt verpflichtet von der zweiten Mannschaft vom BVB. Ein Mann, der da erheblichen Anteil daran hat, ist Rashid Azouzi. Du kennst ihn ja sicherlich. Und der hat uns im Vorfeld irgendwie was zugeschickt. Vielleicht hören wir mal rein. Hey Sammy, erstmal ganz, ganz liebe Grüße aus Fürth. Auch hier erstmal Entschuldigung, dass ich mich das letzte Mal nicht zurückgemeldet habe, als du dich gemeldet hast und wir in Berlin gespielt haben, aber kannst ja schon vorstellen, dass wir eine Menge zu tun hatten. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, es geht deiner Familie gut. Ich habe ja gesehen, dass du auch Papa geworden bist und ja, vielleicht sehen wir uns bald hier in Fürth. Wie gesagt, einen ganz, ganz lieben Gruß aus deiner alten Heimat. Ja, cool. Ja, Rashid. Rashid hatte ich auch 2 Jahre dort. Er hat mich damals geholt mit Bruno Labbadia als Trainer. Mhm. Dann ist Bruno nach Leverkusen gewechselt. Dann gab es immer was in Fürth. War eine tolle Zeit für mich, muss ich sagen, persönlich. Rashid hat mir sehr viel geholfen. Ich war 22 Jahre jung, habe alleine dort gelebt, in Nürnberg gekommen, bin gebürtiger Düsseldorfer. Hatte eine tolle Zeit dort. Ich habe 2 Jahre dort frech Fußball gespielt, war, glaube ich, habe da eine Serie gestartet. Nach 10 Spieltagen habe ich alle 10 Spieltage hintereinander getroffen im ersten Jahr. Und dann 2008, 2009, ne? Glaube ich, war das. Ja, 2008, 2009, genau. Und dann weiß ich noch, habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Spieltage nicht getroffen. Und da gab es nicht mit Hotel schlafen. Da haben wir uns, war 13:30 Anschluss und ich habe in der Nähe vom Stadion gewohnt. 11:30 Uhr treffen wir uns, nehmen noch einen kleinen Snack und dann geht's los. Und dann spielen wir. Und dann klingelt es auf einmal 9:30 Uhr morgens bei mir. Ich war schon wach zum Glück und wer kommt da hoch? Rashi kam hoch und hat mir nochmal gesagt, hör zu, du bist ja alleine, keine Sorge, du hast super Spiele gemacht, mach dir gar keinen Druck, weil die haben dann angefangen zu schreiben in der Presse und sonst was und das kannte ich halt nicht. Das war das erste Mal, wo ich so extrem konfrontiert wurde damit. Hat er mir sozusagen ein bisschen wie großer Bruder, Vater so zur Seite gestanden und dann haben wir, glaube ich, das Spiel nach 15 Minuten habe ich getroffen wieder, war das Netz auf und haben uns natürlich danach totgelacht. Und er hat mir sehr viel geholfen und ist ein Top-Mann, Top-Mensch. Hat eine hervorragende Arbeit geleistet, egal wo er war. Am Anfang Spielvereinigung, dann war er ja beim FC St. Pauli, dann war er noch in Düsseldorf bei der Fortuna. Jetzt ist er wieder zurück in seiner Heimat und ich freue mich für ihn persönlich. Du hast gerade gesagt, hat dich als junger Spieler sehr unterstützt.
Wie würdest du diesen Verein Greuther Fürth einschätzen, auch was seine Vereinsphilosophie angeht? Ist das ein Verein, wo junge Spieler sich enorm weiterentwickeln können, auch mit so einem Mann wie Rashid Azouzi, der eine gute Kommunikation ganz offensichtlich mit jungen Spielern pflegen kann? Ich finde schon, also ich habe das natürlich jetzt, das ist jetzt schon 12, 13 Jahre her, als kleinen Familienverein wirklich, das ist alles familiär gewesen, vom Zeugwart, von dort, also da waren ganz nette Damen, die dir geholfen haben beim Essen, beim Aufräumen und es war eigentlich wie so eine Familie, wo man hingeht. Und da schützen sie auch. Klar haben sie in der Zeit einen riesen Step nach vorne gemacht, die haben eine eigene neue Jugendakademie gebaut, da wird viel professioneller gearbeitet, da sind glaube ich, dreimal so viele Mitarbeiter, wie wo ich damals war. Der Verein ist größer geworden. Sie haben den Aufstieg in die Bundesliga zweimal geschafft, sind natürlich auch direkt wieder runter, weil der Schritt dann schon extrem ist. Aber die gehen halt dahin, wo es wehtut. Die holen Spieler, an die sie glauben. Die holen Spieler aus der vierten Liga, um die weiterzuentwickeln. Und das Konzept ist dort, Spieler weiterzuentwickeln und natürlich dann damit auch Geld zu machen, um die Jugend wieder hochzuploppen. Und das macht der Verein seit Jahren. Super, da gibt's, ich habe gedacht, da gibt es eine Kooperation, weil ich bin danach nach Mainz gegangen, da muss man in der Hierarchie, in der Geschichte gucken, wie viele Spieler von Mainz 05 geholt wurden aus der Spielvereinigung Greuther Fürth. Da war damals noch der Präsident Helmut Hack und der Wechsel von mir auch darüber, das war, glaube ich, in einer halben Stunde getan. Also es war jetzt kein großer Eck und da floss auch schon Millionenbereich Geld von der zweiten in die erste Liga. Aber kurz telefoniert, dann hat er gesagt, ist schon alles geklärt und fertig. Mhm. Und ja, so ist der Verein. Der ist ein toller Verein, der in Ruhe arbeiten kann. Hat natürlich den vermeintlich großen FC Nürnberg um die Ecke, den sie aber fast in den letzten 10 Derbys 8-mal geschlagen haben, zum Glück. Zum hört Glück, man auch nicht, ja, hört man auch nicht gern, aber da stehe ich zu der Spielvereinigung Greuther Fürth, da ich selber dort gespielt habe. Und ja. Ja, auch David Raum ein gutes Beispiel dafür, ne? Auch in Fürth quasi auf die Timeline gekommen, sehr, sehr gute Zweitligasaison gespielt. Und auch jetzt in dieser jetzigen Saison sind die Fürther angekommen, würde ich sagen. Die letzten 4 Spiele im Ronhof ungeschlagen, haben echt auch leistungstechnisch einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man sich die Spiele mal anschaut, ich habe mir das Spiel gegen Wolfsburg, was dann am Ende 4:1 hieß, was meiner Meinung nach viel zu deutlich im Ergebnis war, weil sie haben spielerische Qualität mit einem Jeremy Duziak, mit einem Leveling, Tillmann und da habe ich auch mal eine Szene rausgesucht, dass man sieht, die können richtig Fußball spielen und diese 10 Punkte und Platz 18, das sollte man sich nicht zu sehr in Sicherheit wähnen. Da, Sammy, wir sehen, Steilklatsch funktioniert, Seitenverlagerung funktioniert, Steckpass, ja, ist ein bisschen jetzt missraten, aber wir sehen gleich auch, dass sie da auch eine gute Strafraumbesetzung dann haben. Und ja. Ein sehr vielseitiger Angriff, der auch zu einem Torabschluss führt. Auf jeden Fall, also sie haben viel, viel zu wenig Punkte für das, was sie bis jetzt geboten haben. Ich glaube nicht, dass es an das Spielerische hängt, sondern sie versuchen, sie geben alles, eine Mannschaft, die 90 Minuten Gas gibt, die natürlich aus der zweiten Liga kommt, die viele lange Bälle spielt und viel auf den zweiten Ball geht und noch dieses zweite Liga so ein bisschen in sich hat. Sie haben sich jetzt personell besser, natürlich auch in der Winterpause durch Verstärkung, wir haben jetzt natürlich einen besseren Kader und haben nicht zu Unrecht viele zu Null-Spiele jetzt in der letzten Zeit gehabt, haben Mainz 05 geschlagen und wir müssen uns nur an das Hinspiel von uns erinnern. Und da war das Spielglück auf unserer Seite, muss man offen und ehrlich sagen. Da, ich glaube, ich kann mich erinnern, die haben die Latte getroffen, den Pfosten. Alex hatte, glaube ich, im Tor, an dem Tag einen sehr guten Tag gehabt und wir machen dann natürlich durch den Doppelpack von Eckelkamp dann noch den Siegtreffer. Ob es, ja, da war es ein bisschen Spielglück von uns, für uns wichtige 3 Punkte, aber Fürth hätte da auch was verdient, wenn man da neutral hinguckt und so viele Spiele hatten die halt über die ganze Saison. Da fehlt halt noch dieser eine gewisse Tick. Und da sind sie gerade dabei, den Tick zu holen und haben sie jetzt in Mainz geholt. Sie haben in Wolfsburg, also das 4:1 ist übertrieben für das Spiel. Ja. Da hatte Wolfsburg das Spielglück, klar, ein Torwartfehler,
dann nochmal dort abgefälscht und die Tore kamen einfach so zustande, so gefühlt. Aber von der Spielanlage war Fürth kein Ticken schlechter als der VfL Wolfsburg. Ja, und ist eben auch keine Kontermannschaft, wo man sagt, okay, sie versuchen einfach den Ball lang zu schlagen, stellen sich tief rein. Nein, sie haben Interesse daran, spielerische Lösungen zu finden, was eher untypisch ist jetzt für den Tabellenletzten. Du hast es angesprochen, Torwartfehler. Wir müssen natürlich über die Torwartproblematik bei Fürth sprechen. Sie haben oft gewechselt in der Saison bisher. Marius Funk mal reingebracht, dann Sascha Burchardt. Jetzt haben sie Andreas Linde von Molde verpflichtet, der eigentlich als klare Nummer 1 kommen sollte. Dann haben sie doch nochmal Sascha Burchardt im Tor gelassen, weil er stabilere Leistungen gezeigt hat. Du hast mit Sascha Burchardt auch noch zusammengespielt. Wie wichtig ist auch so eine Konstanz auf der Torwartposition, gerade wenn du da unten drin stehst, gerade wenn du vielleicht auch im Feld nicht so eine individuelle Qualität hast wie andere Mannschaften? Wie wichtig ist dann, dass du einen guten Schlussmann hast? Ja klar, ein guter Schlussmann bringt immer Sicherheit auf den Platz. Aber es ist jetzt nicht nur der Tormann, aber es hat ja halt, wie du gesagt hast, schon Anfang der Saison angefangen. Da hat, ich weiß gar nicht, erster Spieltag hat Boyke, glaube ich, noch gespielt, Sascha. Ja. Sascha Burchardt, dann wurde gewechselt und dann wieder gewechselt. Es ist dann natürlich, kommt dann beim zu vielen Wechsel, ist es auch nicht die Art von Sicherheit, die du ausstrahlen kannst für die Mannschaft. Und klar sah Sascha jetzt nicht gut aus, aber Sascha ist mit denen aufgestiegen und er ist nicht umsonst im Tor gewesen. Was der Trainer jetzt dort vorhat für unser Spiel speziell, das weiß ich nicht ganz genau, aber klar, Sascha hat eine Vergangenheit auch hier. Das wird er vielleicht auch mit berücksichtigen. Exertaner. Und Christian Fiedler ist auch noch da als Torwarttrainer. Der war auch lange hier. Der wird auch ein Wörtchen mitzureden zu haben. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass er eventuell doch spielt. Ja, Sammy, jetzt haben wir schon über die Torhüterbesetzung der Fürther gesprochen. Lass uns doch mal auf unsere Aufstellung schauen. Wenn du jetzt an der Seitenlinie als Coach stehen würdest, welche Elf würdest du ins Rennen schicken jetzt heute um 15.30 Uhr? 15.30 Uhr, 10.000 Zuschauer am Rohenhof würde ich so aufstellen. Alex, Pekka, Niklas. So, wir wissen ja, dass Oliver Kempf die ganze Woche noch nicht trainiert hat. Im Normalfall spielt er natürlich. Ja. Ich gehe mal davon aus, wenn er jetzt nur einen Tag trainiert, dass er keine 90 Minuten spielen kann, würde ich das hier switchen. Beides Rechtsfüßler, ne? Ja. Das ist vielleicht mal für alle Fußballinteressierten. Man spricht jetzt oft darüber, ein Linksfuß auf der linken Seite, ein Rechtsfuß auf der rechten Seite. Was ist der Vor- und Nachteil, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Rechtsfüßler oder Mix hast? Es ist natürlich für Niklas ein kleiner Nachteil beim Spielaufbau. Aber er hat ja jetzt schon ein paar Bundesligaspieler hinter sich. Da würde ich eher Niklas nach links tun als Gechter. Ja. Der Junge ist U19-Spieler eigentlich. Traut sich trotzdem, die Bälle reinzuspielen, dribbelt an. Und der macht super. Ist auch ein bisschen zukunftsweisend, denke ich schon, dass Gechter seinen Weg gehen wird. Und ich hoffe, dass bei uns. Dann haben wir Maxi. Dann würde ich im Mittelfeld mit Suat spielen. Und auch ihn nicht über die Außen bringen, sondern du willst ihn nicht. Ich würde ihn im Zentrum haben wollen. Der holt sich die Bälle ab, der geht auch mal das 1 gegen 1. Ja. Und hoffe halt mit wenig Risiko. Doppel-6, also Darida und Suat Serra. Genau, dann würde ich Mauli da mit Maxi über links kommen lassen, dass ich auch mal sozusagen ein Duo bilden. Ja, ist ja bei Taifun Korkut immer die besagte Pärchenbildung, haben ja auch schon in Bochum zusammen auf der Seite gespielt. Das stimmt. Und dann ist die Frage, ob ich Marco Richter bringe oder Eckelnkamp. Ich würde für das Spiel Marco bringen. Nein? So, vom Gefühl her. Okay. Ich habe jetzt keine Trainingseindrücke, aber für das Spiel jetzt in Fürth gegen den Williams und das... Mhm. Finde ich, würde passen. Und vorne unsere beiden Stürmer. Natürlich. Er hat zuletzt vorbereitet, getroffen. So würde ich jetzt mal starten, ohne Hinweis auf was anderem, außer dass ich weiß, dass Kempf krank ist und eventuell ausfallen wird. Ja. Ansonsten würde Oliver Kempf bei mir spielen. Okay, also Sammy Alagui bleibt auch dem System treu, 4-4-2. Und das ist eben seine Startaufstellung für das Spiel gegen Fürth. Und worauf es aber eigentlich ja ankommt bei diesem Fürth-Spiel, das hat Marc-Oliver Kempf nach dem Bochum-Spiel ganz kurz und knapp mal eben zusammengefasst.
Auf 3 Punkte. Ich glaube, jedem sollte bewusst sein, dass es ein ganz wichtiges Spiel für uns ist, dass es richtungsweisend sein kann, auch nochmal ja, Selbstvertrauen zu tanken für die restlichen Spiele. Und deswegen wollen wir natürlich unbedingt 3 Punkte nächste Woche sammeln. Marc-Oliver Kempf spricht von einem richtungsweisenden Spiel. Würdest du das unterschreiben? Ich finde, dass jedes Spiel richtungsweisend ist. Mhm. Es kommt oftmals gegen größere Gegner, vermutlich stärkere Gegner auf die Art und Weise an, ob wir uns zutrauen und. Aber ich finde, jedes Spiel ist genauso wichtig wie das andere. Das jetzige Spiel in der Situation ist natürlich extrem wichtig für das ganze Gefühl. Nicht nur um die Punkte, um das ganze Gefühl für die Rückrunde, für die Fans, die endlich mal wieder einen Dreier haben wollen, für die Mannschaft, die sich endlich mal wieder belohnen will. Und ich finde schon, dass es ein wichtiges Auswärtsspiel ist. Und der Ball wird dort bei uns sein, hoffe ich. Und jetzt können die Jungs eigentlich performen. Also die müssen performen, die müssen die Null halten, mal versuchen zu halten und natürlich einen Auswärtssieg mitzubringen. Was erwartest du vom Spiel an sich? Was wird das für ein Spiel? Wird es eher auch vielleicht ein bisschen taktisches Abwarten? Erwartest du direkt, wir gehen vorne drauf, wir sind sehr dominant, aggressiv, mutig oder eher abwartend? Was erwartest du für ein Spiel? Ich finde, dass es taktisch gesehen schwer einzuschätzen ist. Nicht von unserer Seite, sondern vom Gegner her. Ich meine, die haben jetzt wie viele Punkte? 10 Punkte? Ja. 10 Punkte. Irgendwann kommt die Mentalität, nothing to lose, ne? Du hast nichts mehr zu verlieren. Gehst du da jetzt volle Kanne drauf, willst du nochmal alles zeigen? Zerbröselt die Mannschaft, will jeder jetzt Einzelwerbung machen oder sonst was? Aber das müssen wir eigentlich beiseite schieben. Wir müssen unser Spiel machen und unser Spiel muss sein, dass wir giftig sind, dass wir jetzt nicht blind drauflaufen und uns auskontern lassen und uns in unsere eigene Hand schneiden, sondern dass wir wirklich ein kontrolliertes Spiel machen. Dass wir nicht zu viel Risiko gehen, aber klipp und klar zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und auch werden. Ja, so gefühlt ist der Druck bei uns ein bisschen höher. Du hast es angesprochen bei den Fürtern, 10 Punkte, Tabellenplatz 18, nothing to lose, sehr furchtlos kann man sie eventuell auch erwarten. Würdest du sagen, Sammy, dass das auch ein Charaktertest für uns wird? Auf jeden Fall. Der Ball wird bei uns sein, sage ich. Also von der Qualität her, ohne der Spielvereinigung irgendwie in die Quere zu kommen, haben wir, denke ich, von den Spielern her und von der Mannschaft her die bessere Qualität. Das zeigt auch die Tabelle, die nicht lügt. Deswegen wird das bei uns sein, dass wir das richtige Werkzeug in die Hand nehmen für das Spiel. 10.000 Zuschauer, es ist wieder was erlaubt, es wird emotionsvoll, die Fans werden da sein von der Spielvereinigung, weil die ein Bundesligaspiel sehen wollen. Und wir müssen darauf gewappnet sein. Und es kann nur Spaß machen, wenn wir uns von Anfang an klar sind, was wir machen. Da trainieren die Jungs gerade, glaube ich, und sind dann auch gut vorbereitet. Wir warten weiterhin auf unseren ersten Sieg im Jahr 2022. Also es wird allerhöchste Zeit. Und damit wir die 3 Punkte aus Fürth entführen können, brauchen die Jungs natürlich auch eure Unterstützung. Ihr könnt das Spiel heute live bei Sky ab 15.30 Uhr verfolgen. Sammy, danke, dass du da warst. Komm gerne wieder. Hat Spaß gemacht. Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächste Woche zum Heimspiel gegen RB Leipzig wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.